Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es das Video über unseren Bugaboo Donkey und zwar den Donkey 2. Das ist ja das neuere Modell von Bugaboo. Und ja, ich wollte euch heute einfach mal vorstellen. Wir haben uns den gerade gekauft, aber ich hatte ihn auch schon vorher. Also ich hatte den bereits schon mal und kenne mich deswegen sehr, sehr gut mit dem Kinderwagen aus, wie alles funktioniert, was er so kann und so. Und das wollte ich euch heute einfach mal zeigen, weil ja, viele danach gefragt haben. Und ich wünsche euch einfach ganz, ganz viel Spaß und ich würde sagen, wir legen auch direkt los. Ich hoffe erstmal, dass mit dem Licht hier oder im Hintergrund ist okay. So ein großer Kinderwagen braucht einfach sehr viel Platz. Und deswegen ist nur diese Kulisse hier irgendwie in Frage gekommen. Aber ich glaube, das ist auch okay. Es geht ja hier einfach um den Kinderwagen. So. Wir haben also den Bugaboo Donkey 2 in hier gerade in der Duo-Version. Das heißt, wir haben eine Babywanne und einen Sportsitz, so sozusagen für Geschwister. Also hier könnte etwas größere Kind sitzen und hier eben das Baby. Den Bugaboo Donkey kann man nämlich auch zusammenschieben und als Mono-Version benutzen. Das heißt, es könnte auch nur ein Kind damit fahren. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen ist der Bugaboo Donkey so beliebt bei Geschwistereltern, weil man eben... Wenn man in der Schwangerschaft kauft man sich den Kinderwagen, kann den noch für das größere Kind benutzen. Und wenn dann das Baby da ist, benutzt man einfach noch die Babywanne dazu. Wenn das große Kind aber aus dem Sportsitz rausgewachsen ist, kann das Baby nachher in den Sportsitz. Und so hat man einen Kinderwagen für alle Fälle sozusagen. Oder wenn man mehrere Kinder plant, kann man direkt den Bugaboo Donkey kaufen, ihn erstmal als Einzelwagen benutzen und dann eben als Geschwisterwagen. Ja, auch Zwillinge werden natürlich damit super transportiert. Ihr könnt natürlich auch den Bugaboo Donkey als Twin-Variante kaufen. Das heißt, dass ihr dann zwei Babywannen und zwei Sportsitze habt. Ich habe jetzt zwei Sportsitze und eine Babywanne. Das ist eben die Duo-Version. Dann gibt es natürlich auch die Mono-Version. Da habt ihr das alles nur einmal. Ja, also so ist sie erstmal als Duo-Version aufgebaut. Und ich habe das Baby jetzt zu mir gerichtet und den Sportsitz weggerichtet. So, ihr könnt das etwas größere Kind natürlich auch noch vorne zu euch holen. Da gibt es hier an der Seite zwei weiße Knöpfe, die drückt ihr. Die müsst ihr nicht gedrückt halten, sondern ihr drückt sie beide einfach nur rein. Hier diese weißen Knöpfe. Und dann könnt ihr den einfach hier oben am einfach rausziehen. Dann kommen diese weißen Knöpfe wieder raus und sind sozusagen wieder einsatzbereit. So, dann sieht das Ganze erstmal so aus. Und dann könnt ihr den einfach andersrum einfach wieder hier raufsetzen. Da braucht ihr auch nichts drücken, ihr braucht ihn einfach nur hier reinklicken. So, und dann schaut auch das Kind zu euch. Wir haben natürlich auch ein Verdeck, das könnt ihr runter machen. Das ist jetzt kein erweiterbares Dach, also es gibt auch ein erweiterbares Dach, das könnt ihr nochmal verlängern. So habt ihr wirklich optimalen Sonnenschutz. Das ist ganz praktisch bei der Babywanne, weil, genau, dann habt ihr das Sonnenverdeck einfach eben bis hier. So, dann könnt ihr natürlich auch das Kind anschnallen. Wir haben hier einen 5-Punkt-Gurt und man muss hier einfach nur auf den weißen Knopf drücken. Dann kann man das Kind ganz einfach abschnallen an den 5 Gurten. Und natürlich auch alle wieder einzeln reinstecken. Dann, dann ist das Kind wieder angeschnallt. Ihr könnt ihr auch als 3-Punkt-Gurt verwenden. Das ist ganz optional, wie ihr das gerne hättet. Den Bügel könnt ihr auch abmontieren, da sind hier drin zwei weiße Knöpfe, die drückt ihr einfach. Dann habt ihr hier diesen Lederbügel, übrigens sehr schön in der Hand und das Kind kann einfach aussteigen. Die Liegeposition geht natürlich auch bei dem Sportsitz und zwar gibt es hier hinten diese weiße kleine Klappe. Die könnt ihr dann eben nach ganz unten machen, so liegt das Kind. Oder ihr könnt sie in die mittlere Position oder eben in die sitzende Position. Genau. Den Bügel kann man natürlich auch ganz einfach wieder reinklicken. Ganz easy peasy ist das. Und das Ganze geht natürlich auch bei der Babywanne. Also hier könnt ihr auch das Verdeck runter machen. Ihr könnt hier den Bügel abmachen. Ihr könnt hier auch die Wandabdeckung abmachen. Das ist einfach mit Klettverschluss. Zack, zack. Ganz einfach. Und ihr könnt natürlich auch am Gestell den Schieber verändern. Das heißt, ihr habt hier zwei weiße Klappen. Die zieht ihr, macht ihr auf. Dann könnt ihr einmal komplett reinschieben oder halt komplett rausschieben. Ganz easy oder ihn einfach wieder festmachen. So. So, dann ist natürlich zur großen Frage, wie mache ich den als Einzelkinderwagen? Erstmal müsst ihr natürlich einen Sitzteil abmontieren. Ne? Dafür wisst ihr, drücken wir auf die weißen Knöpfe und heben den einen Sitz oder eben die Wanne raus. Könnt ihr den wegstellen.
So, dann sieht das Ganze so aus. Und dann könnt ihr, wenn ihr den rechten Sitz rausgenommen habt, den rechten Sitz müsst ihr nämlich auch rausnehmen, weil man an der rechten Seite schiebt man den Wagen sozusagen zusammen, könnt ihr den linken natürlich drin lassen. Und dann habt ihr hier oben am Griff einen kleinen Clip. Den öffnet ihr einmal, seht ihr den hier? Dann habt ihr unten am Fußende hier einen, den macht ihr auf. Und hier vorne habt ihr auch einmal einen, ganz vorne. Die müsst ihr alle öffnen und dann gibt es hier in der Mitte einen Knopf, einen weißen Knopf, den drückt ihr. Und dann schiebt ihr den ganzen Wagen einfach so zusammen. Und dann, wenn er zusammen ist, hier oben braucht man manchmal ein bisschen Hilfe, dann klippt ihr die Clips einfach wieder zu, alle drei. Und dann habt ihr den Einzelwagen. Seht ihr das? Genau, ihr habt jetzt also nur noch ein Kind hier. Und hier ist natürlich jetzt nichts. Ne? Also dieses kleine Spaltchen bleibt immer. Und damit hier überhaupt auch irgendwas ist, so sieht es ja kacke aus, hat Bugaboo sich da auch was einfallen lassen. Und zwar gibt es hier so einen Einkaufskorb. Der ist mega praktisch. Also das ist hier so ein Einkaufskorb. Der hat hier auch eine Abdeckung, aber das zeige ich euch gleich. Erstmal klippen wir den rein. Der hat nämlich hier so zwei Dinger. Und die könnt ihr hier genau reinklippen. Zack, so sieht das Ganze dann aus. Und so habt ihr einfach eine zusätzliche Ablagemöglichkeit. Das heißt, wenn ihr nur mit einem Kind unterwegs seid, habt ihr hier eben die Ablagemöglichkeit. Hier ist eben so eine Abdeckung drauf, die könnt ihr mit dem Reißverschluss öffnen und dann habt ihr hier eben ein großes Extrafach. Finde ich einfach mega genial, weil man einfach unten, klar, der Korb unten ist riesengroß und da passt total viel rein. Aber hier so eine kleine weitere Abstellmöglichkeit ist einfach mega, wirklich. Dadurch hat der Kinderwagen einfach total viel Stauraum. Erstmal hier dieses Fach und unten eben das Fach, finde ich wirklich sehr genial. Und so ist er eben dann der Mono-Kinderwagen. Ihr könnt natürlich hier auch den Sportsitz drauf machen. Ich zeige euch einmal, wie das aussieht. Dann machen wir einfach die Babywanne natürlich ab. Und dann nehmen wir uns einfach den Sportsitz und klippen den hier einfach rauf. So sieht das Ganze dann aus. Sitzposition, ganz easy. Und dann sieht das Ganze, wie gesagt, so aus. Könnt hier natürlich auch die Sitzposition und Liegeposition verändern, je nachdem, wie es dem Kind einfach gefällt. Genau, und das ist dann sozusagen die Mono-Version. Für die Zwillingsfunktion habe ich natürlich jetzt hier auch den zweiten Sportsitz sozusagen. So sieht der aus, der Einhang. Den könnt ihr einfach auf den Rahmen einhängen. Und hier unten mit Klippverschluss dann befestigen. Und genau, falls ihr Zwillinge habt, habt ihr eine zweite Wanne noch dabei. Und eben auch den zweiten Sportsitz. Das ist jetzt, wie gesagt, die Duo-Variante. Hier sind auch immer zwei Sportsitze und eine Wanne dabei. Das heißt eben für Geschwister. Hier eben der zweite Sportsitz. So, dann zeige ich euch noch einmal, wie die Reifen funktionieren. Und zwar haben wir hier richtig große Schaumgummireifen. Das heißt, die können auch nicht platt werden. Das ist natürlich auch mega bei Zwillingen. Ich könnte mir nichts Schlimmeres vorstellen als einen Zwillingswagen. Man ist auf den angewiesen, dann hat man einfach einen platten Reifen. Deswegen hier Schaumgummireifen, Federn super, aber sind halt auch eben unplattbar. Wirklich genial. Ja, diese Reifen könnt ihr natürlich auch feststellen. So sind die jetzt eben um 360 Grad drehbar. Wenn ihr den weißen Knopf hier runterdrückt, dann sind die wirklich fest und fahren nur noch in eine Richtung. Oder man drückt ihn eben wieder hoch. Dann fährt er wieder in alle Richtungen. Abmontieren könnt ihr die Reifen auch. Da ist hier bei den Vorderreifen, ist hier hinter so ein Knopf. Dann kriegt ihr die hier ab. Und hier hinten an der hinteren Seite ist ein kleiner weißer Knopf etwas unterhalb. Und dann kriegt ihr hier auch die Reifen ganz einfach ab, falls ihr ein Autoproblem habt oder ein Kofferraumproblem. Aber das sollte, denke ich, bei dem Kinderwagen auch kein Problem sein. Er nimmt nicht so viel Platz weg. Aber zum Zusammenklappen kommen wir gleich. Erstmal zur Bremse. Die ist hier. Die drückt ihr einfach runter und dann steht der auch fest. Und ihr seht, die kann man sogar mit der Hand lösen und feststellen. Also es ist auch ganz, ganz einfach. Und hier seht ihr auch nochmal das Einkaufsfach, das schön große, wo man hier auch an der Seite einfach noch ein paar extra Fächer hat, wo man dann auch alles verstauen kann. Genau, und so sieht das Ganze eben aus. Und jetzt müssen die natürlich noch zusammenklappen. Und das zeige ich euch am besten so. Dafür nehmen wir einmal den Sportsitz raus. Den Einkaufskorb zieht man einfach so raus. Dann am kleinsten ist er natürlich, wenn ihr in der Mono-Version seid. Wenn ihr den jetzt als Zwillingswagen oder Geschwisterwagen benutzt, könnt ihr ihn entweder so lassen oder auch wieder zusammenschieben. Dann habt ihr einfach weniger, ist er eben kleiner.
So, dann schieben wir den Knopf ein. Und dann gibt es hier einfach Knöpfe. Den schwarzen drückt ihr rein, den weißen zieht ihr nach oben. Und dann klappt ihr das runter und nimmt das hoch. Und dann ist er zusammengeklappt. Ja, auseinanderklappen tut er sich schon fast alleine. Eigentlich genau dasselbe. Zack. Und dann ist er wieder auseinandergeklappt. Und für einen Geschwisterwagen nimmt er auch wirklich richtig wenig Platz im Auto ein. Also wir hatten damit noch überhaupt gar keine Probleme. Wirklich in dem kleinsten Auto hatten wir den schon drin. Und ich denke sogar in einen Polo würde er reinpassen oder in einen Golf. Also das ist absolut gar kein Problem. Genau. Und so sieht das Ganze auch aus. Jetzt kann man hier wieder den Korb einfach reinklicken. Und den Sportsitz natürlich auch reinklicken. So, meine Lieben, das war der Bugaboo Donkey oder Donkey, wie ihn einige aussprechen. Ich hoffe, ich habe euch alles erklärt, was man so erklären kann über diesen Wagen. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare und dann würde ich die auch gerne beantworten. Ja, ich bin jetzt keine Verkaufsberatung oder ähnliches. Ich habe den Wagen auch nicht gesponsert bekommen, das wäre schön. Aber ich wollte ihn euch einfach nochmal zeigen, weil einfach echt viele Fragen kamen. Und genau, ich stelle euch Kinderwagen super gerne vor. Ihr wisst das, ich teste Kinderwagen sehr, sehr gern. Und von dem bin ich wirklich sehr überzeugt. Allgemein, Bugaboo ist eine sehr, sehr tolle Marke, sehr, sehr hohe Qualität. Und die Garantie ist auch richtig, richtig genial. Ja, jetzt hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!